Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute reden wir kurz über Dragon's Dogma 2. Wir sind ja kurz vor dem Release und ich wollte euch ein paar kurze Hinweise geben. Im Hintergrund ist ein bisschen Dragon's Dogma 2 Gameplay zu sehen. Ich versuche auch wieder etwas aktiver Videos zu machen. Deswegen lasst ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Natürlich wird auf Twitch auch sehr viel gestreamt, und zwar jeden Tag. Also lasst dort gerne auch ein Follow da, um mit mir zu quatschen und mehr Dragon's Dogma 2 Gameplay zu sehen. Am 22. März erscheint endlich Dragon's Dogma 2. Einige von uns warten seit mindestens 10 Jahren drauf, so wie ich. Manche warten sogar etwas länger. Und wir alle können es ehrlich gesagt gar nicht fassen, dass es endlich in unseren Händen ist. Und lass mich das so sagen, spielt Dragon's Dogma 2 so wie ihr wollt. Lasst euch nicht erzählen, wie das Spiel gespielt werden soll. Und lasst euch ruhig Zeit mit dem Spiel. Denn Dragon's Dogma 2 ist was ganz Besonderes. Und ich denke mal, dass es wie beim ersten Teil wird, dass der Anfang recht holprig sein wird. Aber vertraut mir, nach ein paar Spielstunden wird das Ding reinhauen wie eine Bombe. Also lasst euch ruhig Zeit, erkundet alles in Ruhe und macht, was ihr wollt. Das sollte nur ein kurzes und knackiges Video von mir sein und ein kleines Lebenszeichen auf meinem YouTube-Channel, dass es wieder ein bisschen mehr sein wird. Ich versuche natürlich wöchentlich ein Video hochzuladen, vor allem wenn Dragon's Dogma 2 released wird, wird mehr Videos dazu kommen. Ich versuche ein paar Bosskämpfe aufzunehmen, ein paar coole Erlebnisse aufzunehmen und hier auf YouTube hochzuladen, die natürlich von meinem Stream rausgeschnitten sind. Und ja, eigentlich war es das schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Euer Roman.